So Leute, herzlich willkommen zurück zu Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections für die PlayStation 5, genau. So, wir machen weiter, wie ihr sehen könnt, ich habe mich jetzt 3 Tage in Folge angemeldet, genau, habe jetzt noch 3 Stunden und 28 Minuten, bis die nächste kommt, ja, ich glaube, irgendwie 80 Tage kriege ich nur auch irgendwelche besonderen Anmeldungen, deswegen lohnt sich das wahrscheinlich, 80 Tage in Folge sich anzumelden. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. So, wie ihr sehen könnt, okay, interessant. Egal, wie ihr sehen könnt, habe ich Kampf mit den 9-Schwänzigen beides auf S gemacht. War nicht so schwer tatsächlich. Ich hatte es viel schlimmer erwartet, aber... Ja, ich muss, glaube ich, die Sachen immer zweimal spielen, dann kriege ich es hin. So, vor dem großen Ninja-Krieg. Bin mal gespannt, welche Kämpfe sie hier reinpacken werden. Und ob der finale Bosskampf von Teil 3 kommt. Boah, das wäre hart, sage ich ganz ehrlich. Wenn wir Teil 3 den Endboss hier nochmal machen müssen mit allen gegen allen Bijus, boah, das wird hart. Ja, ich habe ja vor, Ultimate Ninja Storm 3 auch noch zu replayen. Deswegen, da werden wir auch noch ganz viel Spaß haben. Ah, werden wir doch nicht gegen die? Okay. Gut, schauen wir mal. Ich bin mega gespannt und heiß auf das Game. Der vierte große Ninja-Krieg hatte begonnen. Die vereinigten Streitkräfte der Shinobi-Allianz kämpften in einer schrecklichen Schlacht zwischen den Lebenden und den Toten gegen unnatürliche Krieger. Naruto konnte den Krieg spüren. Erfüllt von dem unbändigen Drang zu helfen, verließ er mit Killer Bee ihren Zufluchtsort. Er nutzte die Kraft des Neunschwänzigen mit dessen Bijou-Modus und machte sich auf den Weg zum Schlachtfeld. Vorher stellten sich ihnen jedoch die Raikage Ei und Tsunade in den Weg. Wir sind hier, um euch aufzuhalten. Wir lassen euch keinen Schritt weiter. Wenn du auf einen Versuch bestehst, dann werde ich dich gleich hier vernichten. Ich habe einige Asche im Ärmel. Diesen Kampf werde ich auf jeden Fall gewinnen. Okay. So, besiege A, oder I. Anführerwechsel nicht möglich. Mit mehr als 60% Gesundheit abschließen. Führe eine 15-Treffer-Kombo. Und das war's dann auch schon. Okay. Aber wir kämpfen mit dem normalen. Sonst werde ich dich höchst selbst zu Apfelmus pürieren. Was sagst du da? Dieser Kampf ist zu euer freier Schutz, falls man euch fangen würde. Das wäre das Ende der Welt. Iruka-Sensei hat es mir gesagt. Warum ziehst du dann in den Kampf? Bist du wirklich so beschränkt? Ich ertrage den Gedanken nicht, dass die anderen deshalb leiden. Was wäre das für ein Sieg, wenn alle außer mir tot sind? Was bringt das denn? Das will ich nicht. Weil ihr Jinchuriki seid, gehört euch euer Leben nicht allein. Ihr haltet die Nationen im Gleichgewicht und die Dörfer schnapp. Ihr seid ihnen wichtig. Ihr könnt nicht einfach nach Gutdünken handeln. Besinnt euch darauf, wer ihr seid. Das Blatt wenden. Hä? Wieso habe ich eine Trophy bekommen? Als ich die Kraft des Neunschwänzigen erlangt habe, bekam ich die Gelegenheit, meine Mutter zu treffen. Mein Vater hinterließ Chakra, damit meine Mutter mich besuchen kann, wenn das Siegel des Neunschwänzigen geöffnet wird. Es mag nur ein Augenblick gewesen sein, aber die beiden gaben mir etwas.
Etwas so Großes, dass ich damit die unauslöschliche Überzeugung erlangte, dass ich es schaffen kann. Ich werde nicht versagen. Naruto und Killer Bee hatten auf dem Weg wichtige Lektionen gelernt. Solange sie daran festhielten, konnten sie nicht verlieren. Und genau das erklärten sie A. Los geht's! A schlug mit voller Wucht zu. Aber Naruto wich dem Angriff mit einem eindrucksvollen Manöver aus. Diese flinke Technik, die als Konohas gelber Blitz bekannt ist, erinnerte ihn an seinen Vater Minato. Da sie die Prüfung bestanden hatten, ließ A sie nun doch in den Krieg ziehen. Guck ich später mal, was das für eine Trophäe war, die ich gekriegt habe. Ah, gegen Nagato und Itachi. Gleich im Anschluss. Nachdem sie den Raikage überzeugt hatten, setzten Naruto und Killer Bee ihren Weg Richtung Schlachtfeld fort. Unterwegs begegneten sie völlig unerwartet zwei Leuten. Nagato, der Naruto mit den Pain Rikudo gequält hatte, und Sasukes großen Bruder Itachi. Beide Kämpfer waren von Kabutos Macht zu neuem Leben wiedererweckt worden. Jutsu des vertrauten Geistes. Itachi war von seinem Schall durch Koto Amatsukami befreit worden, einem mächtigen Genjutsu, das einst in Naruto versteckt worden war. Nagato, der unter der Kontrolle von Kabuto stand, griff Naruto und Killer Bee mit Rinnegan an. Gemeinsam mit Itachi, der nun auf ihrer Seite war, stellten sie sich Nagato im Kampf. Na, ja, mal wieder kranke Leute draußen. Wie kannst du mich zwingen, ihn zu bekämpfen? Alter, es regnet in Strömen draußen und sind trotzdem irgendwelche irren Leute da und schreien. Ich hoffe, man hört's nicht, aber kann ich leider nicht beeinflussen. Sorry. Okay, ich muss sie mit dem Ninja zu erledigen, okay. Zu gefährlich. Du solltest mich lieber sehr schnell besiegen. Ach, echt jetzt? Klar. Naruto hat Biss. Er beendet den Zwist. Wahnsinn. Ich werde dich jetzt versiegeln. Beobachte mich sehr sorgfältig. Ich weiß, du kannst das schaffen. Bisu, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn! Das ist gut. Hört sich trotzdem merkwürdig an, ja. Das alles tut mir so leid. Bevor er versiegelt wurde, kam Nagato wieder zu Sinnen. Er versprach, über Narutos Geschichte zu wachen
die sich zu einem wahren Epos entwickelte. Ich werde diesen Krieg eigenhändig beenden. Eigenhändig? Wie stark du auch werden magst, versuche nie, alles allein zu machen. Wenn doch, wirst du sicher scheitern. Hokage zu werden reicht nicht, damit dich alle akzeptieren. Zuerst musst du dir ihre Anerkennung verdienen. Vergiss niemals deine Freunde. So. Oh, Madara taucht auf. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt auf seine Stimme. Wobei ich gar nicht seine echte gerade im Kopf habe. In der Zwischenzeit hatten Gaara und die Tsuchikage die Oberhand im Kampf gegen die Kage aus der Vergangenheit gewinnen können. Aber durch einen neuen Shinobi, der wiederbelebt worden war, wendete sich das Schlachtenglück plötzlich wieder. Es war Madara Uchiha, der überall als die Legende der Uchiha bekannt war. Madaras Macht vernichtete die Shinobi-Allianz und ließ keinen Zweifel daran, wer auf diesem Schlachtfeld siegen würde. Ich habe bereits gegen ihn gekämpft. Ich bin der perfekte Gegner für ihn. Nein, das wird nicht reichen. Die ganze Ninja-Welt hängt von diesem Kampf ab. Ich werde ebenfalls kämpfen. Genau wie ich. Normalerweise würde ich sagen, haltet euch da raus. Aber mit ihm als Gegner mache ich eine Ausnahme. Kasekage, Naruto, wir halten ihn auf. Okay. Oh, wir kämpfen doch mit Naruto gegen ihn. Okay, wir müssen ihn mit der Geheimtechnik erledigen. Erwachen ist nicht möglich. Oh, du bist es. Der Zaunspecht aus Iwagakure. Ich dachte, du hättest schon vor langer Zeit gelernt, dich nicht mit mir anzulegen. Wenn du glaubst, dass ich mich seitdem nicht verändert habe, hast du dich schwer gemacht. Boah, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Die Stimme. Ich hab ewig nicht mehr. Müsste ich gleich mal im mal auf Netflix kurz gucken. Da gibt's ja die Folgen. Wie die Stimme von Madara nochmal war. Sie muss lediglich ruhen im endlosen Kujon. Oh, du bist derjenige, der ruhen wird. Mein Sieg für euch ist völlig ausgeschlossen. Das weiß ich erst, wenn ich es versucht habe. Du hast keine Zukunft mehr. Die Zukunft gehört uns. Der Sieg gehört der Shinobi-Allianz. Los, ruf mich. Schalt mal los. Nein, es ist noch nicht vorbei. Nicht aufgeben. Ja, den Kampf muss ich nochmal machen. Ich helfe dir. Bis dann. Zu spät gesehen. Wow, really? Wir wiederholen, wir werden jetzt besiegt worden, weil
Ich verstehe aber auch gar nicht, warum sie genau die Variante von Naruto nehmen, die einfach kacke ist. Das ist mal no joke. Der Zahnspecht aus Iwagaku. Ich dachte, du hättest schon vor langer Zeit gelernt, dich nicht mit mir anzulegen. Wenn du glaubst, aber Dara ist halt der Typ halt. Und der spielt sich einfach, der ist natürlich unnormal heftig. Und mich damit selbst wiederfinden. Ich werde dich gleich nochmal in winzigste Einzelteile zerpflücken. Unterschätze den Tsuchikage nicht. Die Welt muss sich nicht weiter bewegen. Sie muss lediglich ruhen im endlosen Tsukuyomi. Wow. Du bist derjenige, der ruhen wird. Ein Sieg für euch ist völlig ausgeschlossen. Das weiß ich erst, wenn ich versucht habe. Du hast keine Zukunft mehr. Die Zukunft gehört uns. Hui. Der Sieg gehört der Shinobi-Allianz. Das ist es. Dankeschön. Müssen wir gleich nur noch mal machen. Ich wollte nur unbedingt das Finish-Bild. Ultra, Rasengan, Sperrfeuer! Ich werde diesen Krieg eigenhändig beenden und ich werde dabei nicht scheitern. Und ich wollte halt die beiden Haken haben. Danke. Ich stehe hier bei. Ja. Machen wir gleich noch mal. Wie gesagt, ich wollte. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen, alter Mann. Erdversteck! Jutsu des super erleichterten Felsens! Mein Dank dafür, dass du mich unterhalten hast. Und jetzt mache ich dich fertig. Hört sich aber nicht wie Madara an. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ich kenne aber auch nur die japanische und englische. Gegen Madaras Kraft mussten Naruto, Gaara und der Tsuchikage Onoki bis an ihre Grenzen gehen. Tsunade und der Raikage stürmten ebenfalls herbei, um zu helfen, sodass wieder alle fünf Kage auf dem Schlachtfeld vereint waren und kämpften. Überlass diesen Madara einfach uns. Wir werden dem schnell ein Ende setzen. Dir werde ich den anderen Madara überlassen. Als einen Schritt in eine hoffnungsfrohe Zukunft. Wir schützen dich auf diesem Feld. Damit du auf die andere Seite wechseln und zu unserem Schutz kämpfen kannst. Naruto, hör zu. Diese Botschaft haben wir für dich. Segen! Die Ninja-Dörfer, einst getrennt voneinander, haben sich nun miteinander verbündet. Das könnte all dem Chaos und all dem Hass in der Ninja-Welt ein Ende bereiten. Die fünf Kage stellten sich dem legendären Madara und überließen Naruto den Kampf gegen Tobi. Okay. Krass, ein Kampf nach dem anderen. So, wie gesagt, einmal noch kurz. ja, ich bin Esron, verrückt, ich weiß. Ich hatte ihn ja auch besiegt schon, ne? Deswegen. Oh, du bist es. Der Zahnspecht aus
Leben, Wagaku. Ich dachte, du hättest schon vor langer Zeit gelernt, dich nicht mit mir anzulegen. Wenn du glaubst, dass ich mich seitdem nicht geändert habe, ah, er wollte gerade sein. Ich bin schwer getäuscht. Ich werde dich besiegen und mich damit selbst wiederfinden. Ich werde dich gleich nochmal in winzigste Einzelteile zerfallen. Nee, ich glaube nicht, dass das Madaras Originalstimme ist. Die hört sich so ein bisschen merkwürdig einfach an. Ich meine, es hört sich gut, also die hört sich in Ordnung an. Na, aber... Aber ich weiß nicht. Alles klar. Zukunft gehört uns. Estrang, nice. Wie gesagt, das ist... So spiele ich das halt immer ganz schnell durch. Ich hoffe, ich kriege irgendeine Trophäe dafür. Ja gut, sonst mache ich es trotzdem. So, hinter der Maske. Mit seinem Renegan-Jutsu, mit dem er wiederbelebte Jinjuriki kontrollieren konnte, machte Tobi sich bereit. Naruto hatte klare Anweisungen erhalten. Im Auftrag der 5 Kage stellten sich Naruto und Killer B Tobi im Kampf. Und ich werde dir diese Maske vom Gesicht reißen! Um diese Maske zu bekommen, musst du Knochen brechen. Besiege Tobi! Okay. Nicht der Einzige das? Der echte Madara ist auf einem anderen Schlachtfeld aufgetaucht. Das heißt, du bist der Falsche. Sag schon. Wer bist du? Ich bin niemand. Gut. Und ich will auch niemand sein. Was jetzt zählt, ist allein, dass der Plan zur Erschaffung des Mondauges erfolgreich ist. Es gibt sonst keinen Grund, in dieser hoffnungslosen Welt zu existieren. Ihr Jinjuriki wurde gezwungen, die Biju aufzunehmen. Und das brachte euch... Also sein zweites Jutsu ist cool. Stimmt's? Ich hab ihn zu schnell besiegt. Sein Dialog war da noch da. Ich war zu schnell. Hier bin ich, das Genie, der Rapperkönig Killer B. Bijou, 8 Wirbel! Los! Als sie zum Gegenangriff ansetzen wollten, zwang Tobi 3 der Jinjuriki sich zu verwandeln und einen wilden Angriff zu starten. Es ist vorbei! Super starkendes Blatt des Wirbelwinds! Was für eine Stimme war das von Guy? Hä? Aber ich freue mich schon mal. Wir mussten nicht den Endkampf machen, da bin ich schon mal begeistert. So, Kurama. Aber selbst in dieser kniffligen Situation gelang es Naruto, mit den 4-Schwänzigen zu kommunizieren und Kontakt aufzunehmen. Das Tier verriet Naruto den wahren Namen des 9-Schwänzigen, Kurama. Und Naruto wünschte sich nichts sehnlicher als Freundschaft. So begann ein Kampf, in dem Bijou auf Bijou und Jinjuriki auf Jinjuriki traf.
Eines Tages werde ich mich um all den Hass kümmern, den du in dir trägst. Das erweichte das kalte Herz von Kurama, der daraufhin den Entschluss fasste, Naruto zu helfen. Du bist kein Fuchsungeheuer mehr. Du bist viel mehr als das, mein Partner. Also dann, fangen wir an! Na, ganz schön. Okay, gegen Yukito kämpfen wir mit mehr als 60%. Ach, großer Kampf, okay. Unsere erste Verbindung im Gespenst dazu stand ist noch nicht erfolgt. Es wird also nicht lange durchhalten. Es reicht! Ja. So stur. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich ein für alle Mal zu besiegen. Kämpf, solange du willst. Du hast keine Zukunft. Fuck. Ja, wegen am Anfang, aber ein bisschen merkwürdig, dass die gegen Yukito kämpften. Der Kampf spitzte sich immer mehr zu. Naruto wandte sich direkt an die Bijou und Jinjuriki unter Tobis Kontrolle. Sie verrieten ihm ihre Namen und legten die zukünftige Beziehung zwischen Menschen und Bijou in seine Hände. Naruto bedankte sich für ihr Vertrauen mit einer großen Geste, indem er sie aus den Jinjuriki befreite. Stück für Stück begann Narutos Entwicklung, Tobis Erwartungen zu übersteigen. Naruto wurde immer stärker. Tobi fürchtete nun, dass seine Pläne zunichte gemacht werden könnten. Gut, den Kampf müssen wir leider noch einmal machen. Ja, gut, war jetzt einfach so, ich war nicht darauf vorbereitet. Ah, warte mal. Der hat mich direkt angegriffen. Das reichte nicht aus. Naruto, die Kraft des Neunschwänzigen. Los, Kurama! Lass uns eins klarstellen. Ich werde in Zeiten wie diesen nicht einfach herumsetzen und nichts tun. Unsere erste Verbindung im geschwänzter Zustand ist noch nicht erfüllt. Es wird also nicht lange durchhalten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dich ein für alle Mal zu besiegen. Kämpf, solange du willst. Das müsste ausreichen. Keine Zukunft. Ja. Bisschen merkwürdig, dass der hin und her geswitcht hatte. Ja, ein bisschen merkwürdig, aber. Die Hauptsache ist, wir haben es geschafft. Ui, 20 Minuten. Ah, tut mir leid, Leute. Wir haben jetzt kurz vor einer halben Stunde. Ich will die Parts nicht zu lang machen, weil dann geht das Bearbeiten noch viel, viel schneller. Und dann kann ich die schneller hochladen. Ah, deswegen, wir sehen dann Vereinte Brüder erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und falls ich es noch nicht getan habe, abonniert sehr gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Es lohnt sich, es kommen 2 Videos pro Tag raus, deswegen
Um nichts mehr zu verpassen, lohnt sich die Glocke zu aktivieren. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part von Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections für die PlayStation 5. Zocke ich es auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus.